So, jetzt sind wir auch wieder da und wir spielen ja die gelbe Edition. Ich bin Mr. Cable und ne Pikachu, bist du glücklicher? Nein, du bist immer noch nicht glücklich. Okay, dann gehen wir zurück. Wir müssen gerade ein Päckchen zu in der letzten Folge geschah. Hey, ich habe hier ein Päckchen für dich. Du kennst doch Professor Eich und bist aus Alabaster. Bring es ihm, weil ich zu faul bin. Und wir treten wieder in die weiße Welt der Alabastianer ein und gehen zu Professor Eich. Okay. Ey, Eichi. Hier habe ich was für dich. Professor Eich. Hallo, Dan. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Naja, sehen wir mal gleich, ob es nicht mag. Du hast etwas für mich? Daniel gibt Professor Eich das Paket. Professor Eich. Auf diesem Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke. Dan, ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Gary, Opa. Opa. Ach, ich habe jetzt ganz die Stimme vergessen, egal. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Oh, ich bin wieder im Stimmbruch. Oh, Mist. Oh, Gary. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Dieses Lexikon in Buchform ist ein Pokédex. Also fast automatisch starten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Denn Gary, diese beiden sind für euch. Denn erhält ein Pokédex von Professor Eich. Ah, ne. Denn behält ein Pokédex von Professor Eich. Ja, yeah, wir haben ein Pokédex erhalten. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Dan, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Dan. Okay, nee, so geht das nicht. Bist du echt glücklich? Was will denn Professor Eich von mir? Du bist glücklich. Ich habe gedacht, wir wären Freunde. Also, ich gehe zu der Schwester und hole mir jetzt auch eine Karte. Ich besorg's mir jetzt von ihr. Ich lass mir die Karte besorgen und Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dein weiterhelfen, das wird dir weiterhelfen, sag ich einfach mal. Egal. Dan erhält eine Karte. So. Wo ist denn eine Karte? Dieser blöde Sound. Ich will eine Karte. Haben wir eine Karte irgendwo? Dan vielleicht? Ach, wir haben Pokédex. Interessant, 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 interessant. Oh mein Gott. Data. Kleinvogel. Yeah. Okay. Also gehen wir raus und jetzt gehen wir wieder los. Vielleicht können wir auch ein bisschen kämpfen in der grünen Welt, weil unser Pikachu ist ja gerade mal Level 6 und ich wollte mindestens Level 20. Und dann setze ich es auf die Box. Nein, das können wir jetzt noch nicht sagen. Vielleicht behalten wir diesmal auch Pikachu, weil es gehört ja zur gelben Edition. Aber das ist einfach nicht gut genug für das Team, was ich haben will. Ein Taubsi Level 4 können wir gut gebrauchen. Ein Donnerschock. Ach, wir haben ja noch gar keine Bälle, mit denen wir sich fangen können. Zumindest müssen wir uns erst welche besorgen. Oh yeah. Und noch einmal und du bist tot. Pika, Pika, Pikachu. Nicht Pika, Pikachu. Greif an, genau. Und Taubsi ist dann tot. Taubsi wurde besiegt. Pikachu erreicht Level 7. Ja, Angriff 1, mehr Verteidigung 1, mehr Initiative 2, mehr Spezialfähigkeit 1, mehr. Oh mein Gott, das konnte ich mir merken. Ich bin ja. Weiß auch nicht, legendär und so. Hat man ja alles schon gehört. Also kann ich nicht legendär sein, weil
Ja, es gibt ja schon legendäre Leute. Ein wildes Radfratz, Level 2. Gibt es die nur auf Level 2 oder sind die einfach nicht besser als Level 2? Dann machen wir einfach Pikachu und Donnerschock. Und Donnerschock benutzt Donnerschock. Und ja, Radfratz ist im roten Bereich, aber immer noch hier, ne? Immer noch im Rennen. Da die Verteidigung von mir jetzt ziemlich am Arsch ist, können wir vergessen, dass wir gewinnen, aber wir haben trotzdem gewonnen. Radfratz hat gewonnen. Ja, also, extrem cool ist auch Pokémon Stadium. Pokémon Stadium habe ich für die Nintendo 64 und es ist sowas von abgefahren. Ja, wir gehen mal rein. Da kann man in einem Trainerturm dann kämpfen und dann auch gegen die Top 4, gegen die Pokémon Liga antreten. Und man kann da auch in so einem bestimmten Ansatz für diese, also dass man dran stecken kann an die Controller, kann man dann Pokémon auf dem Fernseher spielen und auch gegeneinander kämpfen mit dem Team, was man auch auf der Pokémon-Edition hat, und das ist extremst cool und man kann halt gegeneinander kämpfen und kann Minispiele machen. Die Pokémon sind topfit, danke. Ich finde es einfach echt klasse, weil das macht Spaß, aber noch besser, also es war halt N64 noch, da sieht man echt den Vergleich. Kriege ich jetzt ein Dankeschön von dir wenigstens? Hallo, kann ich dir... Ach, jetzt kennt er mich nicht mehr. Ich habe schon 3175 Poké-Dollar und da kaufe ich mir natürlich was. Upsi. Gegengift wollte ich schon immer haben. So, ich habe ein Gegengift. Ist das nicht cool? Ich habe ein Gegengift. Paraheiler, nee. Pokéball. 6 Pokébälle für 1200. Ich habe gerade mal 175 verdient. Oh mein Gott, das kann auch dauern. 6 Pokébälle ist doch für den Anfang nicht schlecht. Wir wollen ja jetzt erstmal 5 Pokémon noch holen. Also wir kommen ja hier jetzt noch nicht wirklich weiter. Doch, vielleicht kommen wir jetzt weiter. Vielleicht hat er jetzt seinen Kaffee. Ah ja, doch. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich gerade so grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du ein Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Übrigens war es davor noch nie außerhalb von Alabastia. Interessant. Ein wildes Radfratz. Pokémon, Kreis setzt Pokéball ein. Wir hatten doch schon mal jetzt einen Pokémon-Fangkampf. Verflixt, es hätte beinahe geklappt. Zum richtiges Opfer. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung und Pokébälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon-Supermarkt neu besorgen. Ach, da gibt's welche. Als ob ich das nicht gewusst hätte. Ich wusste es natürlich schon. Und jetzt, wenn ich zum Einkaufen nach Moria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Das ist scheiße da. Das ist ein Wald voller Käfer. Was geht hier ab? Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl Arena-Leiter sein mag. Ich weiß es auch nicht. So, was machen wir jetzt? Wir gehen uns einen Taubsi fangen, aber erstmal gucken, ob hier oben eine Wiese ist, weil dann sind wir ja schon weiter und sind die vielleicht stärker. Tipps für Trainer: Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. So, wir sind auf der Route 2, Vertania City, Marmoria City. So. Und, dann gehen wir mal. Ich wusste doch, dass hier was ist. Mal gucken, was das hier ist. Ein wildes Taubsi. Taubsi Level 5. Taubsi und Pikachu kämpfen gegeneinander. Donnerschock. Pikachu setzt Donnerschock ein und Taubsi ist fast tot. Oh mein Gott, ich kann jetzt Taubsi Level 5 fangen. Das wäre cool. Item und ich werfe mein Pokéball. Und yeah. Wunderbar, Taubsi wurde gefangen. Für ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Taubsi Kleinvogel, das hatten wir schon. Größe 0,3 Meter, 30 cm, Gewicht 1,8 Kilogramm. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutze aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Nein. Kein Interesse, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Sind hier noch andere Pokémon? Vielleicht ein Radfratz Level 3 ausnahmsweise. Und... Nein, Level 4! Okay. Donnerschock. Donnerschock.
Okay, ein Volltreffer. Tackle. Pokémon. Pokéball. Und ich hoffe, es hat sich erlegt. Und wir haben ein Radfratz Level 4. So schnell kann es gehen. Und da haben wir unser drittes Pokémon. Wir können uns noch einen Nidoran weiblich holen. Radfratz 0,3. 3,5 Kilogramm. Das ist doppelt so schwer wie ein Taubsi. Komisch. Ich glaube, es ist nur eine Ratte. Egal. Dieses Pokémon nagt alles und jeden an. Es lebt in großen Rudeln von bis zu 40 Pokémon. Oh scheiße, da müsste ich ja jetzt ziemlich fertig sein. Nö. So, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt mal wunderbar sehen hier. Unsere Pokémon. Nicht schlecht, oder? Gibt es hier noch welche? Hier gibt es, glaube ich, keine. Sollten wir die heilen gehen oder trainieren oder was machen? Wir sollten vielleicht erstmal ein Pokémon-Team zusammenstellen und dann gucken. Erstmal trainieren. Trainieren ist immer gut. Hier ist es schon unser Nidoran weiblich. Level 4. Das holen wir uns natürlich auch sofort. Donnerschock. Donnerschock und noch... Oh ja, ist paralysiert. Übrigens... Wenn ein Pokémon paralysiert ist, dann ist es noch besser zu fangen und noch leichter. Bitte nicht K.O. Super. Und wir haben schon so, ich würde sagen, 98% haben wir es sicher. Aus dem einfachen Grund, weil es total schlecht ist, paralysiert ist und weit im roten Bereich ist. Es ist unmöglich, dass es da nochmal rauskommt. Und so ist es auch wunderbar. Nidoran, weiblich wurde gefangen. Drei Pokémon hintereinander. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, das muss man erstmal schaffen. Nidoran, weiblich, Giftdorn. Möchtest du Nidoran einen Spitznamen geben? Nee. Das ist die die Folge, der Part der unendlichen Pokémon. Und damit gehen wir wieder nach Vertania City und suchen unser Pokémon Center auf. Jetzt gehen wir Pokémon trainieren. Das bringt uns noch gar nichts. Gehen wir erstmal weiter. Ja, heilen. Bitte heilen. Bitte heilen. Okay, okay, okay. Jetzt schnell, schnell, schnell. Ich frage mich, ob jetzt Pikachu schon fröhlicher ist. Ich glaube ja nicht. Oh yeah. Okay, währenddessen gucken wir mal. Man kann ja gucken, bei dem Pokémon Status Pikachu braucht noch 133. Taubsi, nee, nicht tauschen. Taubsi braucht noch 44 EP bis Level 6. Radfratz braucht noch 61 bis Level 5. Und Nidoran weiblich braucht noch 39. Wir gehen jetzt trainieren. Und zwar Taubsi beginnt. Ja, also wir gehen nicht wirklich trainieren, wir gehen nur mal ein paar Pokémon ein Level ab, dass wir sicher stehen. Oder wir gehen einfach in den Vertania-Wald und Taubsi kämpft. Unbevorbereitet muss man ja sein, unbevorbereitet, alles ist unbevorbereitet. Und man muss ja ein bisschen hier Spannung drin haben, die alle fertig machen und dann war's das. Das ist ja lahm. Wisst ihr, was ich meine? Immer, immer bevor ich da weg will. Ein Radfatz. Was willst denn du, Level 3? Genau, dich habe ich vorhin gemeint. Du willst deinen Bruder wieder zurückholen. Taubsi, mach's fertig. Ja, da siehst du mal, was du davon hast. Ja, Routenschlag und so. Ich weiß, dass ich stark bin, aber... Oh mein Gott, das könnte knapp werden. Ich glaube, es wird ganz knapp rot. Nein, wir haben es geschafft, okay. Taubsi erhält 24 EP. Ja, stimmt, zwar genau die Hälfte. Noch ein Pokémon und Taubsi ist schon Level 6. Ist das nicht geil? Was ist hier so los? Neue Arten von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Bereits hinter dem Vertania-Wald findest du andere Arten. Du gehst in den Vertania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Du gehst in den Vertania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich bald. Bald, dort verläuft man sich, egal. Tipps für Trainer, geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen, das weiß ich. Das wisst ihr jetzt auch. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon davor. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Oh yeah. Aber du nicht.
Feige Sau. So, wir gehen in... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein wildes Saftkorn. Saftkorn ist die Weiterentwicklung von einem Raupi. Die erste Weiterentwicklung, die wir jemals gesehen haben. Aber Saftkorn kann nur Härtner. Das weiß ich auch. Wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob ich gar nichts weiß. Man, das geht ja nicht. Ich denke, die meisten kennen es. Aber es ist einfach ein Erlebnis, das nochmal alles aufzubauen, zu sehen. Und jetzt, wo wir in den Wald gekommen sind, werden wir auch nochmal... Es war eigentlich dumm, nochmal hier reinzugehen. Ich meine, es ist ja jetzt schon spät genug. Und Härtner, komm schon. Das ist jetzt nicht okay. Und das war's. Saftkorn wurde besiegt. Und Taubsi erreicht Level 6. So, und damit warten wir hier kurz vor dem Eingang vorm Vertania-Wald. Wir sehen uns also im nächsten Part von der gelben Edition. Ich bin's, Daniel Cable. Die, und dann kommt Cable, so wie im Cable-Club bis dann.